Wieder mal sehr herzlich willkommen zu unseren Stadlgeschichten. Ich sage, küss die Hand, die Damen, grüß Gott, die Herren, servus, liebe junge Freunde. Bevor ich Ihnen heute meine beiden Gäste präsentiere, möchte ich Sie zu einer Bummelei durch Europa, eigentlich durch die Welt einladen, mit vielen guten Bekannten, mit Interpreten, die Sie mögen, die Sie gut unterhalten und mit viel Schwung. Also, packen wir's! Wir packen unsere sieben Sachen und wir machen Urlaub, endlich Urlaub. Denn nach all dem Regen wollen wir endlich Sonne sehen, Sonne sehen, Sonne sehen. Blauer Himmel, weiße Wolken, schwarze Augen, roter Wein. Immer wieder klingen Lieder durch die Nacht in Mondenschein. Bella Italia, beim Chianti geht's avanti, da bleibt keiner lang allein. Bella Italia, Mandolinen klingen leise von Amore wunderbar. Darum geht die nächste Reise nur nach Bella. Dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein, denn ich fühl die Sehnsucht wieder in dieser Stadt, werde ich immer nur ein Fremder sein. Ich hab ein Hähnerstall, die Olarello du. Im schönen Zillertal, die Olarello du. Und meine Hähne sind aufs Jodelsofa sessen, dass sie das Gocken und das Eierlich vergessen. Wann wir dann
Nach dieser kleinen musikalischen Weltreise darf ich jetzt zwei Weltenbummler, aber auch zwei liebe Kollegen ganz herzlich begrüßen. Maria und Margot Hellwig. Weltenbummler ist ja nicht übertrieben, denn du hast ja schon fast die ganze Welt gesehen mit deiner Musik. Naja, alles noch nicht. Also wo ich noch nicht war, das ist Japan, China und Australien. Na, wird alles noch kommen, wird alles noch kommen. Vielleicht. Du warst ja nicht überall dabei, Margot, gell? Nein, ich bin da noch in die Schule gegangen und die Mami hat das alles alleine gemacht. Ich war nur in Amerika mit dabei. Mhm. Aber damals hast ja du schon im Theater gespielt, da warst du da ein kleines Grabfall, gell? Mit 5 Jahren habe ich angefangen, kleine Kinderrollen spielen und die Mami und ich, wir haben miteinander gesungen. Mhm. Und dann habe ich zur Belohnung immer eine Tafel Schokolade gekriegt. Also den brauchen wir immer beibehalten, weil du heute wieder da bist. Heute hast du auch von mir eine Tafel Schokolade. Darfst du aber mit dir teilen. Das ist aber nett, ich kann mir es nicht recht erlauben. Maria, eines deiner großen Erlebnisse in der Musik war ja deine Reise mit Max Geiger zusammen nach Russland, nach Moskau. Damals war ja das noch nicht selbstverständlich. Nein, wir waren die erste Gruppe, die überhaupt hat nicht überdürfen, gell? Wann war denn das? Das war 59 und wir waren der Austausch für den Staatszirkus. Mhm. Und da sind die Russen gekommen und haben ausgesucht, wer mitfahren darf und da war ich Gott sei Dank dabei. Der Max Geiger hat mir erzählt, du, die Maria hat uns damals Russisch angesagt. Stimmt ja, das? Ich habe es versucht, ich habe 2 Jahre Russisch gelernt bei einer Aristokratin, die da war, eine Sängerin. Und dann habe ich einen Krieger zum Beispiel, habe ich auch gesagt. Kannst du das halt noch? Ja. Ich habe gesagt, Mui ist Bavari, ist Münchener Stalice Biva. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt, wir kommen aus Bayern und das ist die Hauptstadt des Biers. Na, siehst du das? Ja. Und dann hat er mir noch etwas gesagt. Du hast sogar den Erzherzog Johann Jodler auf Russisch gebockt. Ja, hab ich. Erst habe ich ihn eben im Dialekt gesungen und dann habe ich gesagt, Atiper, ja popropoju, vam spit paruski. Was heißt das auf Deutsch? Also ich versuche jetzt diesen Jodler zu übersetzen auf also Russisch. Bin ich jetzt unverschämt, wenn ich sage, hast du da noch eine kleine Kostprobe drauf? Kannst du das überhaupt noch in Russisch? Einen Text schon, aber singen kann ich halt nicht gescheit. Probieren wir es. Ястаю и пою, а мое сердце болит по горам и лесам, по родной стороне. Sensationell. Sensationell. Ich muss ja sagen, wie wir damals nach Russland gefahren sind, ich musste ja auch ein bisschen Russisch lernen. Das ist unheimlich schwer. Ja, sag mal schnell was. Da, das heißt ja. Sehr gut. Ich würde sagen, das war mal fürs erste Mal genug Information, liebe Information. Ich würde sagen, jetzt sagen Sie mal musikalisch, Servus, Grüezi und Hallo. Einer der Titel, die Sie zum Stammrepertoire gehört. Ja. Und das war aus dem Stadl in Kiel 1991. Die Hellwigs. Servus! Grüezi! Und hallo! Servus, Grüezi und hallo! Die gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Servus, Grüezi und hallo! Von unserer Heimat und unseren Nachbarn und grüßen herzlich allerseits. Servus, Grüezi und Hallo, die gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Servus, Grüezi und Hallo, Servus, Grüezi und Hallo. Die einen jubeln, die anderen singen und jeder freut sich weil uns doch Deutschland, das schöne Österreich und auch die Schweiz so gut gefällt. Servus, Grüezi und Hallo, die gute Laune sowieso, denn Musik macht alle froh. Servus, Grüezi und Hallo, Servus, Grüezi und Hallo. Und keine Berge und keine Täler und auch kein Fluss von dir in alle Länder, die
Frühlingstag, es grünte schon wie neu war die Welt. Der Winter hat ein Abschiedslied beim Wind bestellt. Die Schäferin von Valgardena zog allein hinauf in das Land. Dort, wo sie einen Sommer lang die Ruhe fand. La Pastorella ist so jung und schön und viel zu lang allein auf der Gesöhn. Der Herbst kommt bald und dann bist du mein und wirst ein ganzes Leben lang nur bei mir sein. Sie schaut ins grüne Tal zurück und denkt an ihn und fühlt, es wird wahr. Sie wird für immer bei ihm sein, im nächsten Jahr. La Pastorella ist so Ding 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 ding
Mord passt ihr lang mit Gesang und Ambosklang. Und so geht's immer zu, ohne Rast, ohne Ruhe. Freude, Mord passt ihr lang mit Gesang und Ambosklang, ja klang.
So, das weiß ich jetzt ein bisschen auf Bämisch, das Orchester Malakobatska. Ja, wenn man so lange unterwegs ist wie ihr zwei, da passiert ja vieles. Schönes, weniger Schönes, besonders Gräbiges, manchmal auch Tragisches. Ja. Was war denn bei euch so eins der Erlebnisse, Margot? Du, Mami, erzähl doch am Karl die Geschichte von Hawaii. Da habe ich doch damals so lachen müssen. Weißt du das noch? Ach, aus dem Nabel war's. Was hast du getan, die Stehfrau? Du, ja, das war fast tragisch für mich. Weil wir haben da auftreten müssen, abends um 7 und der Knabel und der Hiesel damals noch. Und meine Wenigkeit haben mir gedacht, mei, das ist so heiß, da rostet schnell rein ins Meer. Und es waren so riesen Wellen, gell. Jetzt habe ich keinen Badeanzug gehabt, habe mir schnell einen ausgeliehen da in der Boutique und bin reingesetzt. Und auf einmal kommt so eine Welle daher, reißt mir den Badeanzug auseinander. Es war so ein Klump. Jetzt habe ich nicht gewusst, wie kommst du jetzt raus? Am Strand lauter Damen, aber auch Auszug, aber Amerikanerinnen. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt sau schnell raus. Die Fetzen habe ich so umgedacht, die hat es mir aber auch wieder runtergehauen. Und dann stehe ich auf einmal da im Adamskostüm. Aber die haben geklatscht. Ja, das war mein einziger Nacktauftritt in meinem ganzen Leben. Also ist einmal was anderes. Die Helwig als Flitzerin. Aber das Wasser war schön warm. Aber noch was habe ich gehört. Irgendwo seid ihr einmal gewesen und da seid ihr sogar mit den Moonboots aufgetreten. Wo war denn das? Auf unserer Tournee im Elsass. Da haben wir eine Panik gehabt. Im Winter war das. An alles haben wir gedacht, wie wir den Bus gewechselt haben. An Brotzeit, nur an unser Kofferl mit die Schuhe nicht. Dann stehen wir im Elsass da und in Seidenkleider, in schöne Abendkleider und rote Mundboots. Es war ganz schlimm. Das ja, passiert so. Uns nicht mehr. Siehst du, hat jeder seinen Stil. Einmal Flitzen, einmal mit Mundboots. Weil wir immer ans Essen denken, gell? Also das muss ich mal dazu sagen. Wenn man mit den Helwigs auf Tournee ist, ein gutes Papperl ist alle da. Da kommt die Wurst raus und Adi, der Mann, der versorgt uns ja mit allem, was gut und teuer ist. Ja, und wenn wir zu viel gegessen haben, dann gehen wir der Medizin, gell? Aber weil ihr gerade gesagt habt, Winter. Wir waren im Winter einmal in Sölden, könnt ihr euch noch erinnern? Oh, das war schön. Da haben wir ein Medley, also eine Melodienfolge gehabt mit ja, alles so ja. Rund um den Winter, mit Schneeballschlacht und ja. So. Wisst ihr was, das haben wir im Programm, das schauen wir uns jetzt noch mal an. Aus dem Stadl in Sölden, winterlich geht's zu. Winter, der ist uns nicht wieder, da freuen wir uns, der ist nicht schlecht. Wenn dicht mal die Flocken hernieder, das Schneiden, das ist uns grad recht. Und ist dann das Land weiß umsponnen, dann gibt's für uns besondere Wonnen. Zwar Brettl, ein führiger Schnee, okay, das ist unsere höchste Idee. Zwar Brettl, ein führiger Schnee, ins zweite Tal, das nette Madel neben mir, das wäre ganz genau mein Fall. Sie lacht mir zu, dann saust sie los und ich fahr hinten rein. Doch weil sie besser fährt als ich, hol ich sie nimmer ein. Meine Ski, ja, die wollen nicht so wie ich. Und ich steh dem Problem, einfach mach das Wiese wie. Meine Ski, ja, die wollen nicht so wie ich. Stutze vorn, wenn sie es wollen, vorn wir den Reden wollen. Seine Ski, ja, die wollen nicht wie er will. Und ich steh dem Problem, einfach mach das Wiese wie. Thank you.
leuchten Sterne. Kein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit, wandern durch den weißen Winterwald. Schnee und Eis hört man knistern, bei mir leid nur noch flüstern. Wir fühlen uns ganz wie Gretel und Hans, wandern wir im weißen Winterwald. Leise, leise fallen weiße Flocken. Und ein Reh tritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blicken ganz erschrocken. Ist's im Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Es teilt es mit dir, dann wandern wir viel, morgen durch den weißen Winterwald. Locken dran in der Ferne, hell und klar leuchten Sterne. Kein Mensch weit und breit, ganz still und es schneit, hier in unserem weißen Winterwald. Hier in unserem weißen Winterwald. Schneeball auf die Nase, machen wir ihr wieder Mut. Ja, dann sagen wir der Kleinen, ach, wer wird denn da gleich weinen? Bis zur Hochzeit ist das wieder gut. Hei, 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 so eine Schneeballschlacht, ja, das ist was für die Großen und die Kleinen. Hei, 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 so eine Schneeballschlacht, ist so schön. Winterlichen Sölden
Nun wieder zurück in unser Wohnzimmer. Wenn man so unterwegs ist, so viel unterwegs ist, wie ihr beide, wie ich, da kriegt man auch viele Geschenke. Manchmal sehr skurrile Geschenke und so eins habe ich jetzt da. Ich meine, es ist ein liebes Geschenk von einem lieben Kollegen, schaut aus wie Handgranaten, aber es ist was anderes, Maria. Ja, das hat mir der Langfranzl überreicht, anlässlich einer goldenen Schallplatte. Und hat er gesagt, weil ich dir das Jodeln beigebracht habe, ist dort dein erster Jodler drin. Mhm. Ja, habe ich mich gefreut, habe die Pixen aufgehängt und nach ein paar Jahren haben wir uns wieder mal gesehen und hat er gesagt, gibt es eigentlich die Pixen noch? Ja, sag ich, logisch, die habe ich doch aufgehängt. Ja, hat er gesagt, das wundert mich. Da ist nämlich ein Sauerkraut. Ja, so, das ist der Franzi. Ja. Aber noch schöner, weil immer da sieht man deine Beißerl. Das Gebiss, ja. Also, entschuldige, die waren falsch. Die sind noch fast echt. Schauen wir auf jeden Fall gut aus. Mein Lieber, und was haben wir denn da? Ah ja, das ist ganz lieb. Ein Wetterfrosch, den hat unser Kind gebastelt, dass wir immer schönes Wetter haben, wenn wir unterwegs sind. Das ist lieb. Apropos Kinder, auch dieses Büdel da ist von Kindern. Ja. Schau, was ich dir nur alles ansehen. Ist das nicht lieb? Der andere ist gell? Ist doch goldig. Wer sind die zwei? Ach so, naja. Das waren sie einmal. Und Puppen habt ihr auch, was ich so gesehen habe. Von einer ganz handbegabten Verehrerin handgemacht. Das ist die kleine Maria und das ist die kleine Margot. Ja. Aha, ein bisschen unfrisiert heute. Gell? Aber ist ja kein Wunder, wenn man es so sieht und wenn man es so erlebt. Darf ich den Kaffee dabei wieder abnehmen? Das ist nett. Wenn man es so erlebt auf der Bühne. Ich weiß, du, Margot, du hast ja besonders viel Lampenfieber immer. Nein, wir sterben bis zu den Ellenbogen die Arme ab. Die sind eiskalt, ich kann meine Finger gar nicht mehr bewegen. Und erst, wenn ich dann umstehe und wenn ich merke, die Stimme läuft, dann geht's. Dann spüre ich richtig, wie die Wärme einschießt. Wir sind bei dir, Maria. So alt ich bin, ich habe immer noch Lampenfieber. Aber du hast doch viel Theater gespielt, du hast doch viel Fernsehsendungen gemacht, viele Tourneen. Aber jedes Mal habe ich Lampenfieber. Aber trotz allem. Ja, wenn ich draußen bin, dann ist es ja vorbei, aber das ist halt hinter Überwindung. Der Bühne, da rast man dann hin und her, das ist furchtbar. Und die tun auch recht scheinheilig, als wenn ich gar keinen sehe. Und da denkt man immer, hätte man bloß was Gescheites gelernt, dann könnte man jetzt woanders sein. Und wenn man dann draußen ist, ist man wieder so froh, dass man singen darf. Es ist der schönste Beruf überhaupt. Wunderbar. Und wie temperamentvoll ihr manchmal sein könnt, das haben wir gesehen bei unserem Stadl in Schladming. Da war es die Lichtensteiner Polka. Oh ja, das ist die Lichtensteiner Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Polka, mein Schatz. Ja, da bleibt doch ein Lichtensteiner auf seinem Platz. Auf seinem Platz, mein Schatz. Man kann beim Schieben, Schieben, Schieben sich in beide Augen sehen. Man muss sich lieben, lieben, lieben und die Liebe, die ist schön. Oh ja, so eine Lichtensteiner Polka. Schatz.
war jetzt Temperament drinnen, mein Lieber. Da muss man eigentlich die Frage stellen, stell dir mal vor, Maria, wenn jetzt jemand sagen würde, du musst aufhören mit Singen. Um Gottes Willen, wenn ich nicht mehr singen darf und nicht mehr auf die Bühne gehe, dann sehe ich aus mit mir. Wie ist denn bei dir, Margot? Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Und ich bin ja diejenige, die immer treibt, jetzt machen wir wieder eine Tournee, jetzt fahren wir wieder fort, gibt doch gar nichts Schönes. Also ich weiß von mir, wenn ich so wieder auf Tournee muss, am liebsten sage ich dir, ich möchte daheim bleiben und so. Wie ist denn bei dir? Ach ja, im Moment, bis man das ganze Graffi beieinander hat und an die vielen Kilometer denkt. Aber der erste Abend, wenn gelaufen ist, dann ist man doch glücklich, gell? Gott sei Dank, dass es so ist. Ja, das war's wieder mal. Ich würde bei der Gelegenheit jetzt vorschlagen, die Absage, Frau Kollegin, du hast ja so viele Sendungen gemacht, macht's ihr zwei jetzt einmal. Ich bin ganz stark und genieße. Ja, liebe Leute, das waren wieder einmal die Stadlgeschichten. Ja. Und wir sind recht froh, dass du uns eingeladen hast, lieber Karl. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Danke. Ja, und wir sagen bis zum nächsten Mal. Servus. Für gut. Ja, und Wiederschauen. Bleibt gesund.